Im Halbfinale stand die Blondine nun erstmals als Unbeteiligte auf dem Parkett in Köln-Ossendorf. Sie sorgte aber dennoch für gleich zwei Hinguckermomente, denn im Opening der Show ging es direkt ganz schön zur Sache. Isabel Edwardson war Teil einer feurigen Choreografie. Während sich ihre anderen Tanzkolleginnen um sie herum auf dem Boden rekelten, nahm Maria Maxina plötzlich auf ihrem Schoß Platz. Der Höhepunkt des Openings: Ein Kuss. Die Choreografen und wir, Red, die Tänzerinnen, haben das natürlich bis ins kleinste Detail durchgeplant. Wir ziehen da natürlich eine Show ab. Wir wollen etwas darstellen. Wir hatten damit beide kein Problem. Wer an diesem Tag natürlich besonders fehlte, ihr Knossi. Es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das Opening gemacht. Es war ja auf jeden Fall mal etwas anderes. Aber natürlich habe ich Knossi vermisst. Es war die erste Show ohne ihn. Wir werden uns aber beim großen Finale, Red. 19. Mai 2023, 20.15 Uhr, Wiedersehen. Wir stehen aber fast täglich in Kontakt. Er hat die Show vom Sofa aus verfolgt. Er schrieb mir dann, dass es sich ganz komisch angefühlt hat, nicht im Studio zu sein, so die profitänzerin weiter. Denn kurz vor Ende der Choreografie sah man die Blondine plötzlich hektisch Richtung Fantribüne hüpfen. Der Grund, die verflixte Strumpfhose gab nach und riss. Beim Aufstehen ist mein Schuhabsatz plötzlich in der Strumpfhose hängen geblieben. Er hat dann alles abgerissen. Aber es hat ja auch so geklappt, scherzte Isabel Edwardson.